Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Landstiffer natürlich mal wieder. Und unser SK Sturm spielt morgen auswärts beim SKN St. Pölten. Es geht so langsam in die Zielgerade. Extrem viele Spiele sind es nicht mehr in der Meistergruppe. Und ja, jetzt wird es wirklich, wirklich spannend gegen Ende im Kampf um die Europa League oder generell eben um die internationalen Plätze. Und ja, Sturm hat jetzt nicht die allerschlechtesten Karten, aber definitiv auch nicht die besten. Der BHC in der Tabelle mit 4 Punkten voran. Sturm, ja, teilt sich im Moment Platz 4, ja, punktemäßig zumindest mit zwei anderen, darunter der SKN St. Pölten, der morgige Gegner. Und ja, die Bilanz gegen Niederösterreicher ist eigentlich jetzt nicht so super. Also bis jetzt 3 Spiele, keins gewonnen, kein Tor erzielt, also könnte definitiv besser sein. Gerade der St. Pöltener Abwehrriegel, den zu knacken, das wird natürlich die große Kunst sein. Ein bisschen zur Mammutaufgabe ist es im Laufe der Saison für uns geworden, aber trotzdem denke ich persönlich, die Mannschaft hat sicher genug Qualität. So sieht es übrigens auch Roman Mehlich bei der Pressekonferenz, oder so sah es Roman Mehlich bei der Pressekonferenz. Also, und ja, ich würde da ins selbe Horn stoßen. Also ich glaube auch, unsere Mannschaft, wenn sie die Leistung abruft, ist sicherlich vom Potenzial her oder eben auch von der Qualität her über St. Pölten zu stellen, aber man muss es auf den Platz natürlich bringen. Wie sieht es personell aus bei unseren Schwarz-Weißen? Eigentlich ganz gut. Mensa fällt aus, das ist bitter natürlich, da wird wohl Schrammel der obligatorische Ersatz sein, aber ansonsten sollten alle einsatzbereit sein. Von dem her hat Roman Mehlich da freie Wahl und ja, es wird, glaube ich, trotzdem von der Herangehensweise im Verhältnis wieder ein bisschen einfacher für unsere Blackies. Wir sind ja auswärts auf jeden Fall konkurrenzfähig. Zu Hause, ja, ist das eine andere Geschichte, aber eben unsere ganze Spielanlage kommt einfach auswärts viel besser zur Geltung, obwohl St. Pölten ja auch im heimischen Stadion jetzt nicht unbedingt die ganz große Offensivpower immer auf den Platz bringt. Also mal schauen, ob es vielleicht taktisch doch eher eine etwas zermürbende Partie wird. Also ich glaube auf jeden Fall, viel Körperkontakt wird es geben. Und ja, mal schauen, ob es das ein oder andere spielerische Highlight dann auch noch gibt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob unsere Blackies zumindest auswärts die positive Bilanz weiterführen können. Denn eins ist klar, man sollte zumindest mal in St. Pölten jetzt gewinnen, das erste Tor sowieso erzielen dabei, ohne geht es ja ohnehin nicht, aber ja, wenn man am BHC da dranbleiben möchte, dann dürfen jetzt gar nicht mehr so viele Punkte liegen gelassen werden, denn nach St. Pölten kommt dann noch die Wiener Austria nach Graz, danach noch Salzburg, wahrscheinlich dann schon fix als Meister und am letzten Spieltag dann auswärts Wolfsberg, also das sind jetzt, ja, keine Gegner, die du im Vorbeigehen so schlägst. Also da ist St. Pölten ja noch die dankbarste Aufgabe auf dem Papier jetzt zumindest. Wobei die Austria, okay, ist in der Form, glaube ich, auch schlagbar. Aber ich weiche ab auf jeden Fall. Alles ist möglich. Ihr schreibt mir bitte in die Kommentare, was ihr zur Partie sagt. Schlagen wir St. Pölten auswärts oder wird es wieder kein Tor? Wird es wieder, ja, ein bisschen ein Gemurkse werden? Ich bin da sehr gespannt auf eure Meinung. Das letzte Duell gegen St. Pölten habe ich bewusst weggelassen. Das interessiert keinen mehr. Also von dem her war es das dann auch schon wieder von mir und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei den LandsTV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen, Gamer Burschen und bis dann. Ciao, ciao.